Und los geht's, der nächste Prüfungstest unserer Gamerin. Ich bin der Fahrlehrer Peter. Die Gamerin ist bei mir in der Fahrschule. Sie macht die Vorbereitung auf ihre Theorieprüfung. Schauen wir ihr mal über die Schulter. Sie will nicht vom Namen her genannt werden. Hat gesagt, ja gut, wir dürfen ihr zuschauen. Und sie ist hier von einer bekannten Unternehmerfamilie. Ich finde es ganz nett, dass sie sich über die Schultern schauen lässt bei ihrer Vorbereitung. Sie hat jetzt erneut wieder viele Tage Pause gemacht. Das ist nicht unbedingt förderlich beim Lernen, beim Vorbereiten auf die Theorie. Schauen wir mal heute, wie es ihr geht. Schaut ihr einfach mal zu, versucht die Fragen gleich mit zu beantworten. Da könnt ihr für eure eigene Prüfung lernen oder einfach mal so schauen, wie die Führerscheinprüfungen heutzutage aussehen. Ihr habt hier den neuesten Fragenstand 2023, die neuen Fragen im April, vom April, die sind schon eingespielt worden. Und ganz aktuelles Material, also so wie es heutzutage die Fahrschüler bei ihren Prüfungen beherrschen müssen, lernen müssen. Und jetzt in diesem Teil schaut ihr einfach mal über die Schulter und ihr werdet sehen, da sind Fragen dabei, ja, die fallen einem leichter von der Hand, und andere Fragen, die sind dann schon schwer oder auch sehr schwer. Wir werden sehen, wie es der Gamerin heute geht. Das Rezept ist klar. Das Rezept, wie es ich hier mit meinen Schülern verfolge, die Fünferregel, und fünf, das heißt fünf Prüfungen bestehen, deutlich bestehen. Das sollte das Ziel sein. Und das heißt also nicht nur knapp bestehen, sondern wirklich deutlich bestehen. Das heißt zum Beispiel 7, 6, 5, 4 Fehler so in diesem Bereich. Man muss also nicht 0 Fehler haben, aber so, man sollte deutlich eine Prüfung bestehen können und das gleich mehrere Male hintereinander, eben 5 Mal. Und wenn man das dann schafft, dann weiß man, dann hat man auch für die Prüfung wirklich eine reelle Chance. Das ist jetzt nicht übertrieben. Es gibt natürlich auch noch andere, ja, ich sage es jetzt mal, Philosophien, andere Vorstellungen, wie man sich da vorbereiten kann, die aber teilweise dann, ja, ich sage jetzt einmal, nicht so praxisnah sind. Gibt es auch hier zum Beispiel, dass man 10 oder 15 Prüfungen besteht nacheinander. Und also es muss jetzt nicht so extrem sein, 5 Prüfungen nacheinander bestehen, das ist schon schwer genug, das müsst ihr mal ausprobieren. Und ja, und an dem arbeitet sie, beziehungsweise das ist ja der letzte Stand, das hat sie ja erreicht, wenn nicht ganz so sauber, wie es eigentlich, ja, wie es jetzt sozusagen vorgegeben ist. Und jetzt will sie nochmal schauen, wie es ihr geht, wie es ihr jetzt geht, mit dieser Pause in den Knochen sozusagen. Hat es noch drauf oder haben wir erneut einen Rücksetzer zu, ja, werden wir erneut einen Rücksetzer sehen? Lassen wir uns überraschen. So, sie macht die Doppelklasse, nochmal für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, und schaut euch mal, ich habe da eine Playlist gemacht. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. An, und ihr seht so einen typischen, ja, so eine typische Entwicklung, wie es Fahrschüler heutzutage geht, wenn er sich hier mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, und wichtig ist nur, dass man sich da nicht aus dem Konzept bringen lässt, dass man einfach dran bleibt und immer weitermacht. Es lässt sich nicht aus dem Handgelenk schütteln. Es ist schon ein gewisser Aufwand. Und, aber man wird belohnt am Ende, dass man es einfach drauf hat und dann eine Prüfung machen kann und eine Prüfung bestehen kann.
Und dann hat man auch wirklich ganz was Tolles geschafft, was nicht viele auf Anhieb schaffen. Und deswegen ist das Ziel schon, also es ist schon Bei zwei Fahrstreifen für eine eine tolle Richtung das Motivation. Reißverschlussverfahren anwenden. Und da hoffe ich auch, dass euch diese Videos zusätzlich motivieren, weil ihr hier sehr schön seht, wie es jetzt hier einer Schülerin, also in dem Fall die Gamerin, wie es ihr geht, wie sich das so entwickelt. Und ja, dann könnt ihr für euch selber auch, seht ihr auch für euch selber, dass das also ganz normal ist, wenn man das auch mal in der Vorbereitung mehrmals dann nicht besteht. Ja, schaut euch die Anfänge an von der Gamerin, die ersten Tests, die sie gemacht hat, wie sie da teilweise durchgefallen ist. Das ist wirklich ganz interessant zu sehen. Aber es ist alles normal. So, sie macht die Doppelklasse. Wie gesagt, die Doppelklasse B und A, beziehungsweise genauer gesagt A2. Und ihr Ziel ist, weil sie ja Gamerin ist, sie möchte gerne bei der Gamescon aufschlagen dieses Jahr. Sie möchte da selbst hinfahren. Und ob sie jetzt da mit dem Motorrad hinfährt oder mit dem Auto hinfährt, hat sie gesagt, das ist ihr egal. Hauptsache, sie kann selber hinfahren. Und um selber hinfahren zu können, braucht sie den Führerschein. Das ist also ihre Motivation. Und wir schauen mal, ob wir jetzt einen Prüftermin dann schon vereinbaren können. Ich werde dann mit ihr reden, wenn sie jetzt diese Prüfung geschafft hat. Und es kommt natürlich jetzt auch auf dieses Ergebnis drauf an, wie es ihr hier jetzt konkret ergangen ist. Und dann werden wir das entscheiden. Und sie sollte dann schon im Mai die Theorieprüfung machen. Und damit sie ihr Ziel dann auch, also eine Chance hat, ihr Ziel zu erreichen, ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. So, sie hat jetzt den Grundstoff bereits hinter sich. Die Fehler, die man im Grundstoff macht, die nimmt man mit, wenn man Doppelklasse macht, in die jeweiligen Klassen. Also alle Fehler, die sie jetzt im Grundstoff gemacht hat, die werden mitgenommen in die Klasse A2 und in die Klasse B. Deswegen muss man schauen, dass man im Grundstoff möglichst wenig oder gar keinen Fehler hat. So, dann, beim Grundstoff sind es 20 Fragen und dann hat man für jede Klasse noch 10 sogenannte klassenspezifische Fragen. Und sie ist jetzt gerade bei der Klasse A2. Ihr seht es unten bei der Frage 8. Es kann eine, es kann zwei, es kann drei richtige Antworten geben. Es kann also immer mehrere richtige Antworten geben. Wichtig ist, wenn ihr diese Fragen beantwortet, dass ihr euch wirklich, wenn ihr eine richtige Antwort gefunden habt, dann nicht gleich weitergeht, sondern alle Antworten ansehen. Es kann durchaus sein, dass noch mehr richtige Antworten da sind. Das ist also ein Fehler, der sehr oft passiert. Dann grundsätzlich schaut, dass ihr ein System habt, wenn ihr also Fragen habt, Bilder mit Bildern dazu, dann schaut euch das an. Gibt es Verkehrszeichen? Gibt es Ampeln? Sind die Ampeln eingeschaltet? Haben die Ampeln Pfeile? Zum Beispiel, ihr fahrt. Ihr wollt links abbiegen, habt eine normale Ampel, grüne Ampel und habt keinen Linksabbiegepfeil, dann müsst ihr den Gegenverkehr durchfahren lassen. Habt ihr aber einen Abbiegepfeil, einen grünen Abbiegepfeil nach links, der ist dann gerne mal gegenüber von der Kreuzung zu sehen. Kann man leicht übersehen. Wenn also da ein grüner Pfeil ist zum Linksabbiegen, dann könnt ihr ohne auf den Gegenverkehr warten zu müssen, nach links, wunderbar nach links abbiegen. Ist vielleicht ein Polizist da, der den Verkehr regelt. Also die Bilder mal so abklopfen, abchecken,
in dieser Reihenfolge. Und wenn jetzt da weder Verkehrszeichen noch Ampel noch Polizist da sind, dann gilt ja die Grundregel, wenn das mit einer Kreuzung zu tun habt, dann gilt ja die Grundregel rechts vor links. Da gibt es dann auch wieder Ausnahmen, ja, also kein vorfahrtsregelndes Verkehrszeichen und da ist auf der rechten Seite ein Parkplatz, wo einer rausfährt. Da braucht auch kein vorfahrtsregelndes Verkehrszeichen zu stehen, denn wenn jemand vom Parkplatz kommt oder von der Fußgängerzone rausfährt oder Verkehrsbrückenbereich, da gibt es kein rechts vor links. Also gibt natürlich dann auch wieder Ausnahmen. Das lernt ihr ja alles in der Fahrschule. Und mit dem habt ihr das auch in der Theorieprüfung zu tun. So, sie ist jetzt bereits bei der Klasse B, klassenspezifisch B. Ihr habt dann auch Filmfragen zu tun. Die Gämmerin, die macht diese Filmfragen, die geht das relativ flott durch. Das würde ich euch jetzt nicht empfehlen, so wie ihr das hier seht. Sie macht es meistens schon, schaut sich den Film einmal an und zack, geht sie schon zu den Fragen über. Macht es nicht, ihr dürft die Filme fünfmal anschauen, solltet ihr auch machen und nur dann, wenn ihr euch wirklich hundertprozentig sicher seid, dann könnt ihr natürlich zu den Antworten oder zu den Fragen wechseln, weil man dann nicht mehr zurückwechseln kann. Das ist der Hintergrund. Und so generell von der taktischen Ausrichtung her, solltet ihr also alle Vorfahrtsfragen, alle Filmfragen, die solltet ihr einfach, ja, sagen wir mal, zu nahezu 100% sicher beantworten können. Und dann habt ihr da auch schon mal eine gute Basis für eine Prüfung. Das sollte also mal euer Ehrgeiz sein, am Anfang mal euer Ehrgeiz sein. Und dann schaut man, die auch bei den anderen Fragen, dass man recht eine große Sicherheit erreicht. Und ja, dann ist man auf einem guten Weg, das auch zu schaffen. So, sie hat jetzt hier die letzte Frage. Sie hat sich keine gemerkt, sie hat keine markiert. Das würde man dann sehen mit so einem gelben Markierungszeichen, Dreieck. Und ja, schauen wir mal, ob sie dann auch gleich abgibt oder ob sie es nochmal anschaut. Ist jetzt fertig, jetzt wird es spannend. Dann sind wir bereits bei den Lösungen. Ja, erste Frage, an alle drei anzukreuzen. Also wir sehen unten, wir sehen ganz wenig Rot. Schaut also schon mal gut aus im Grundstoff. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ja, hier die Geschwindigkeit verringern, langsam und bremsbereit fahren. Ja, wegen dem war ein Fahrgast. Warum müssen Sie ja bremsen? Da war das Kind hinter dem Fahrzeug. Und da hat sie das vergessen, möglicher Gegenverkehr, den sieht man nicht rechtzeitig. Das hat sie vergessen anzukreuzen, das waren 5 Fehlerpunkte. Das ist natürlich schon ein schwerer Fehler, aber wir sehen im Grundstoff, das hat es nur einen Fehler gegeben. Und ja, hier 1 und 3 waren da anzukreuzen, zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen und zum Halten und Parken darf man den Seitenstreifen benutzen. Da waren alle drei richtig, hier auch alle drei. 50 ist die Geschwindigkeit, die höchste innerhalb geschlossener Ortschaften. Bremsweg vor 84, ja, hier sind alle drei richtig. Motor abstellen, ja, Antwort 1 und 2. An der Stoppstelle ist ein Käse natürlich. Rechts vor links, an Straßenkreuzung Einmündung ist richtig. Ja, hier aufpassen, ihr habt ja hier Vorfahrt gewähren. So, dann gehen wir einfach mal schnell durch hier. Hier, mittlere Geschwindigkeit verringern, jawohl. Antwort 2 und 3, wir sind mal klassenspezifisch, Motorrad, wir sehen da nur eine Frage, hat sie da falsch beantwortet. Ja, hier auch alle drei richtig. Dann hier 1 und 3, Ende der Kraftfahrstraße. So, bei längeren Autobahnfahrten auch einen höheren Reifendruck einstellen. Ja, das hat sie vergessen. Längere Autobahnfahrten mit hoher Geschwindigkeit. Die anderen zwei hat sie richtig gemacht. Beim Fahren zu zweit und beim Fahren mit schwerem Gepäck muss man den Reifendruck auch erhöhen. So, da
haben sie jetzt ein bisschen länger drauf geschaut. Beifahrer, ja, Antwort 1 und 2. Die war die erste Antwort richtig. Jetzt hier zu Antwort 2 und 3. Immer noch klassenspezifisch. Also den Rest hat sie ja alles richtig gemacht. Langsam fahren, Füße auf den Fuß rasten lassen, ja, ist da richtig. So, und jetzt sind wir klassenspezifisch B, da sehen wir auch nur einen Fehler. So, LKW, wenn man jemanden mitnimmt, natürlich nur im Führerhaus. Hier Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein. Das war dann, hat ein Motorradfahrer auf der linken Seite, der hat gerade überholt. Darf man natürlich dann nicht drüber wechseln. Antwort 2 und 3, hier Antwort 1 und 2. Gehen wir relativ schnell durch. Ihr könnt ja dann nochmal zurückspielen und euch das in Ruhe anschauen. Ja, hier Antwort 1 und 3, das ist schon richtig. Es wird so dicht aufgefahren und das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach, ja, wenn man eine längere Zeit höhere Geschwindigkeit fährt. Und hier hat es den Fehler gemacht. Ja, das ist so ein Mythos mit den 80 km/h. Also es ist tatsächlich nur die mittlere Antwort, also Antwort 2 richtig. Das sind dann nochmal 4 Fehlerpunkte. Und insgesamt dann hier beim Grundstoff 5 Fehlerpunkte und hier klassenspezifisch hat es einen Fehler gemacht. Und bei Klasse A2 und bei Klasse B schauen wir uns mal das Ergebnis als Ganzes an. Das sieht also gut aus, wenngleich jetzt nicht ganz deutlich bestanden, aber bestanden. Hier sehen wir es, 8 Fehlerpunkte. Bei der Klasse A2 und bei B sind es 9 Fehlerpunkte. Die 5 werden ja mitgenommen vom Grundstoff. Das heißt also, sie kann jetzt schon die Prüfung, die kann sie jetzt wirklich angehen. Vielleicht nur 2-3 Mal so einen Test machen und dann sollte sie wirklich eine gute Chance haben. Bis zum nächsten Mal. Checkt doch mal meine anderen Videos. Einen Like da lassen und ein Abo, wenn euch mein Video gefallen hat. Dankeschön. Ciao, ciao.